Gabi Gerbersitz, du bist mit der IG Kultur in Gesprächen mit den hier in Österreich politisch Verantwortlichen, aber nicht nur. Bitte berichte uns, wie ist die Lage hier? Das wird jetzt jammern auf hohem Niveau und möglichst kurz. Die Inhalte sind ja bereits referiert worden. Und ich erzähle Ihnen jetzt mal kurz, was wir so IG Kultur Österreich und Kulturrat oder überhaupt in der österreichischen Kulturlandschaft gemacht haben oder wie der Austausch aussieht. Und das ist vielleicht auch der richtige Ort, um es anzubringen und vielleicht dann auch was verändern zu können. Die Ressourcen in Österreich sind wesentlich beschränkter, als meine lieben Kollegen in Deutschland es haben. Im Mai 2013 wurde das erste Positionspapier des Deutschen Kulturrates zum TTIP veröffentlicht. Das wurde mir im Oktober 2013 das erste Mal präsentiert bei einem internationalen Treffen in Rom. Dort waren, ich würde sagen, so an die 150 Kulturschaffende aus ganz Europa, die von dem Papier sehr beeindruckt waren, weil sie alle die Gefahr noch nicht erkannten zu diesem Zeitpunkt. Und die Kollegin aus Deutschland das dort präsentiert hat. Auch im Dezember gleich gab es die erste Stellungnahme von den IG-Autoren, Autorinnen. Wir wissen, der Gerhard Ruiz ist immer sehr schnell, kann das auch wirklich sehr gut. Die Stellungnahme ist leider nie mehr auf der Website verfügbar. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Wir haben in der Folge versucht, vom zuständigen Ressort, es war natürlich ein Regierungswechsel und Ähnliches, aber doch vom Ressort eine Einschätzung zu kriegen, wie schaut denn das aus, müssen wir uns fürchten und wie viel muss ich da jetzt an Zeit und Ressourcen investieren. Als da nichts Essentielles kam, lancierten wir eine parlamentarische Anfrage an den Herrn Minister Ostermeier im Groben, wie sieht er das Verhältnis von UNESCO-Übereinkommen zu den TTIP-Verhandlungen. Das wurde dann entsprechend des Fristenlaufes im April 2014, wir sind jetzt ein Jahr später, im April 2014 beantwortet, mit dem Hinweis darauf, dass es eben dieses Übereinkommen gibt und dass diesen Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen wäre. Punkt. Kein Wort darüber, dass Amerika das nicht ratifiziert hat, wie man sich das vorstellt, ob es dann Austausch zwischen dem Mitterlehner, was ist damals schon der Mitterlehner, egal, zwischen dem zuständigen Ministerium und dem Kunstministerium gibt. Wir waren nach wie vor skeptisch und haben daher auch im April die erste Stellungnahme der IG Kultur Österreich zu dem Thema verschickt. Viel Arbeit, dank eurer Hilfe ein bisschen weniger, sehr viel Hilfe kam auch immer, also an Zusammenfassungen und Analysen musste ich immer wieder auf die Arbeit von der Yvonne Gimpel zurückgreifen, weder der Kulturrat noch wir konnten das leisten. Zum Glück gab es dann im Mai, also jetzt nicht eine Diskussion direkt zu diesem Thema, aber aufgrund der Europawahl eine Podiumsveranstaltung, organisiert von der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik zum Thema Seele Europas. Dieses Thema wurde dort erstmals angerissen. Der Abgeordnete Eugen Freund hat wortwörtlich hier gesagt, er stimmt dem TTIP nur zu, wenn es eine kulturelle Ausnahme gibt. Ich denke, zu dem Zeitpunkt war es auch für ihn sehr neu, es sind ja solche Stöße vom Papier, was denn das heißen kann, eine kulturelle Ausnahme. Aber sagen wir so, es war zumindest ein Wille da. Aber ab dem Zeitpunkt steht es. Also es gibt kein Gespräch es ist schwierig, das zuständige Ministerium ist jetzt das Mitterlehner Ministerium. Aber natürlich muss diese kulturelle Implikation im Ostermeier-Ministerium erarbeitet und dorthin getragen werden. Da wir festgestellt haben, es passiert nichts, ich verkürze, ich hätte jetzt hier noch, was im Parlament so passiert ist, wenn du willst, kannst du das dann, nein, ich möchte jetzt abkürzen, weil schon so viel passiert ist. Als wir gemerkt haben, es gibt zwar Entschließungsanträge, aber die werden immer wieder abgelehnt, bis erst jetzt im Dezember, haben wir auch im Dezember einen Brief nochmal, wo wir das Problem zusammengefasst haben und aufgezeigt an 24 relevante Adressen geschrieben. Wir haben noch am selben Tag eine Antwort von Michel Raimond und aus dem Mitterlehner Büro bekommen. Das Mitterlehner Büro hat uns auch innerhalb von einer Woche einen Termin gegeben. Ich bin mit der Yvonne Gimpel dorthin, weil die Kompetenzen in der IG Kultur und auch im Kulturrat sind begrenzt, was das betrifft. Ja, diese Papiere, die jetzt veröffentlicht sind, das sind mehrere tausend Seiten. Und da drinnen dann die Kultur zu suchen, die eh nicht vorkommt, ja, das ist nicht leistbar. Bei dem Gespräch
hat die Yvonne genau das Gleiche, was sie hier gemacht hat, dargelegt. Wir haben festgestellt, dass wir auf offene Ohren stießen, aber auch, dass Unkenntnis geherrscht hat. Daraus schließe ich, vielleicht unzulässigerweise, dass es kein Gespräch zwischen dem Ostermeier-Ressort und dem Mitterlehner-Ressort zu diesem Thema davor gegeben hat. Vielleicht kann man mich von was anderem überzeugen. Das heißt, ich wünsche mir mehr Lösungskompetenzen im Bereich unseres Problems. Als IG-Kultur Österreich beantworte ich die Frage, wir sind grundsätzlich gegen das TTIP. Ja? Ich weiß bis jetzt nicht, also ich weiß schon, wem es nützt. Ja? Es nützt dem Kapital. Das Wirtschaftswachstum, das propagiert wird, selbst von den Befürwortern, liegt bei 0,03%, maximal 0,05% in 10 Jahren. Das ist homöopathisch. Ja? Also ja. Das braucht man nicht. Das Wirtschaftswachstum. Ja? Ist eine Studie von der Arbeiterkammer, aber nicht nur von dort, sondern auch von anderen. Noch dazu, also diese ganzen Probleme mit den Standards, mit dieser Schlichtungsstelle, oder wie heißt das jetzt, Investschutz, Dankeschön, mit den Schiedsgerichten, das sind Baustellen, die grundsätzlich auch noch, ein Satz noch, weil das war im Vorgespräch, das gefiel mir sehr gut, es wird ein bisschen wie eine Religion dargestellt, ja? Wir müssen es einfach glauben, ja? Was wir nicht wissen, das wir dann nicht kriegen, das müssen wir halt einfach glauben. Und heute die Malmström, Alexander Egit von Greenpeace hat gesagt, wenn das in der Präambel steht, nützt uns das nichts, weil das ist nicht verpflichtend. Worauf der Mitterlehner sagt, wenn die Malmström sagt, das ist verbindlich, dann müssen wir das glauben. Ja? Amen. Amen. Damit schließe ich jetzt meinen Beitrag. Danke. Danke. Gabi Gerbersitz, dass du uns eine gute Überleitung in die österreichische Politik gegeben hast.